Klappe die zweite. Namaste, mein Name ist Danielle Janang. Ich gehe ein für mich ein schwieriges Thema an. Ich habe mich lange gefragt, wer oder was bedeutet Gott? Und ich wurde dann auf einem Video hier auf meinem YouTube-Kanal von jemandem gefragt, Danielle, an welchen Gott glaubst du? Eine so gute und wichtige Frage. Und ich habe ja schon einmal in einem Video darüber gesprochen, dass ich dazu ein Video machen werde, weil das fundamental ist. Es ist fundamental. Dazu ist es wichtig zu wissen, dass über die Blaupause der Erde vor wirklich langer Zeit Frequenzbänder gelegt wurden. Und diese Frequenzbänder bestimmten dann fortan durch die Programmierung das Bewusstsein der Menschen bis zum heutigen Tag. Und diese Frequenzbänder bilden also die alte 3D-Matrix. Und das kann man sich wirklich vorstellen, so wie Strombänder, durch welche Informationen fließen. Und diese Informationen werden eingespeist durch riesige, große Quantencomputer. Ich stelle das jetzt einfach mal in den Raum. Durch Superquantencomputer aus der Mond-Saturn-Matrix. Und der Avalon-Kanal bietet dafür ganz viele Informationen. In meinen vielen Recherchen und Ausbildungen habe ich von ganz vielen verschiedenen Seiten diese Informationen gehört und bekommen. Um mir selbst eine Meinung zu bilden, das muss wirklich jeder für sich selbst tun, was das Göttliche denn ist. Und in diesen Frequenzbändern, also über diese Blaupause, wurden dann die Informationen gegeben, immer über den Vatikan, über Rom und die Kirche, dass ein falsches Bild des Göttlichen aufgebaut wurde. Und interessanterweise, in dieser Inkarnation für mich hatte auch ich die Aufgabe, mich wieder zurückzuerinnern an ein neues, anderes, wahres Bild des Göttlichen. Und was ist, wenn das Göttliche nun eine Quelle reinen Bewusstseins ist? Nicht Energie, Bewusstsein. Und diese Quelle auch, diese Information verzerrt wurde von der Kirche, überspielt wurde mit Schuld, mit Scham, mit Sünde, mit diesen Schwingungen und Frequenzen. Und wenn die Menschen unbewusst in diesem Glauben an die Saturn-Mond-Matrix, Saturn von Satan, einfach nur Gott anbeten. Und damit immer ihre Gebete, ihre Energie, auch ihre Liebe und ihre Lebensenergie in diese Matrix senden. Und immer wieder diese Bänder sowie Stromlinien stärken. Ja? Und über so viele tausende Jahre wurde diese Matrix aufgebaut und gehalten. Immer wieder genährt.
die sich um die Erde spannte und damit die Erde in einer niedrigen Schwingung hielt, 3D. Und diese sogenannten Frequenzbänder oder auch dieses Gitternetz, jetzt habe ich das richtige Wort, ich habe die ganze Zeit danach gesucht, bricht jetzt auseinander und zusammen. Und die Menschen werden erwachen und erkennen, dass den Gott, den sie immer angebetet haben, eigentlich ein falscher Gott ist. Ein dunkler Gott, ein falsches Gottesbild, wie immer du es nennen möchtest. Und ja, ich wurde auch gefragt zu Alexander Laurent, der also beschreibt, wie die Dimensionen aufgebaut sind und wer in all den Dimensionen herrscht. Auch das ist eine Form der Möglichkeiten. Aber aus sehr vielen verschiedenen Bereichen fließt das Wissen zusammen von vielen verschiedenen Quellen, dass ein großes Quantencomputersystem bis in eine bestimmte Dimension auf unserer Erde uns beherrscht. Und worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, also ich zeige euch ein sehr schönes Buch, was sehr viel erschließt, genau zu all diesen Fragen von, ja, eigentlich unsere Weltgeschichte, so muss ich das mal sagen, ja. Ich empfehle es wirklich gerne weiter. Und ich zeige es euch jetzt nochmal, es ist das Band 1. Mal sehen, ob man das sehen kann, ja. Jason Mason. Ich schreibe das auch nach unten immer wieder unter mein Video, okay? Und ich habe gerade vorgestern einen Film durch einen Zufall, ich hatte den Fernseher an, aber es gibt ja keine Zufälle, ich weiß, einen Film gesehen auf Sat.1 war das, glaube ich, über das Philadelphia-Experiment. Nämlich über Zeitreisen und Zeitschleifen, die schon 1943 gemacht wurden. Und auch das ist hier in diesem Buch. Das Montag-Experiment, alles über Harp, alles über die innere Erde, alles über die Sinnflut, alles über, über das, worüber ich berichtete. Und zurückkommen möchte ich darauf, dass wenn wir über diese siebte Dimension gehen, von wo aus die Quantensysteme dieses Band auch gelegt haben, wenn wir uns verbinden mit der Urquelle, einer Quelle, die alles reine Bewusstsein in sich vereint aus dem höchsten Ich Bin, der Seelenmonade von allen, aus der reinen göttlichen Harmonie und Ordnung. Wenn wir uns mit dieser Quelle verbinden, dann ist das die Schöpfung, die Urschöpfung. Der Gott der Liebe, das Göttliche der Wahrheit, der Liebe, der Wahrheit, der Klarheit. Und das, in dem Augenblick, wo es in dem Bewusstsein ist, sind wir nicht mehr unbewusst und docken uns an irgendwelche Systeme oder Schwingungen und Frequenzen an, die uns niedrig halten. Ja, sogar zerstören, ja, sogar unterbinden. So möchte ich dir mitteilen, dass wenn ich mich verbinde,
Ich kann mich erinnern an ein Shout von Adamus, der mal gesagt hat, es gibt kein Gott. Und wenn das Göttliche, die Essenz von allem, die Essenz aller unserer Ich-Bin-Gegenwart ist, dann ist das irgendwo auch wieder richtig. Also ich hatte damals ganz große Widerstände damit und ich habe, ich habe getobt zu sagen, es kann doch wohl nicht wahr sein, ja. Aber deswegen erkläre ich das, wie ich das sehe und für mich erfasst habe, dass das Göttliche nicht verbunden ist mit der Kirche, dem Vatikan und Rom, in dem der Deep State sitzt oder von dort auch große Bereiche des Deep States gesteuert werden. Für mich möchte ich hier diese Klarheit rausgeben und damit diese Wahrheit rausgeben. Denn alles, was unbewusst ist, und das ist jetzt die Zeit, und die Menschen werden genau das erleben und erwachen, in dieses unbewusste Licht hineinzubringen und die Wahrheit hineinzubringen, das ist unser Auftrag. Und das ist der Auftrag derjenigen, die erwacht sind, die dieses Wissen haben, der Lichtarbeiter. Und deswegen habe ich dieses Video gemacht und möchte das also hier für mich weitergeben. Und natürlich kann jeder auch eine andere Wahrheit haben, denn auch alle Religionen wurden einst erfunden von genau diesen Wesenheiten und ich möchte nicht so negativ da reingehen, ja, deswegen überlege ich und sage, passe ich jetzt genau auf, was ich sage? Ja, von den Dunkelkräften, so sage ich es mal, ja? Also, lasst uns da überall Licht reinbringen, überall die Wahrheit reinbringen. Und auch das gehört zu diesem Aufwach- und Reinigungsprozess. Das war für mich kein leichtes Video. Das war ein schweres Video, ja, aber das ist die Wahrheit für mich. Für mich. In diesem Sinne, erforsche für dich die Wahrheit und vielleicht dieses Buch, ja, hast du ja Interesse und schaust da mal rein. Es ist so umfangreich, es sind, glaube ich, 400 Seiten, aber auch ich habe es damals gelesen wie einen Krimi. Mittlerweile gibt es Band 1 bis 4 oder 5 sogar und du findest eigentlich die gesamte wahre Menschheitsgeschichte. Ja, auch neben Armin Riese, der ja auch ganz viel darüber berichtet, also auch hier in diesen Büchern. Es ist alles verdreht, es ist alles umgedreht, es ist alles verzerrt, manipuliert, gelogen und betrogen. Und nur die Wahrheit und nichts als die Wahrheit wird uns jetzt helfen in diesem Aufstiegsprozess für die neue Zeit. Wow, in diesem Sinne, danke, dass du zugehört hast. See, bye bye, I love you und alles Gute für dich. Ja, ciao, ciao.